Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen zur Sendung auf Visite. Im Moment sind wir hier mitten im hektischen Verkehrstreiben auf dem Aschenplatz zu Basel. Und Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was wir hier zu Basel machen, wenn die Sendung auf Visite ja eigentlich zu Rodersdorf zu Gast ist. Die Erklärung ist ganz einfach. Wir wollen Sie einladen, uns mit einem öffentlichen Verkehrsmittel auf Rodersdorf zu begleiten, und zwar mit dem Tram. Das Tram, das ist nicht irgendein Tram, sondern ganz ein besonderes Tram, weil es auf der längsten Tramstrecke von ganz Europa fährt, die 25 km lang ist, und weil es erst noch durchs Ausland fährt. Und ich würde sagen, kommen Sie doch einfach mit uns auf Visite nach Rodersdorf. Zum Basler Strassenbild gehören sie eigentlich die dunkelgrünen Tram mit dem schwarzen Bischofsstab. Die Linie 10, 11 und 17 aber präsentieren sich in freundlichem Gelbrot. Es sind Tram von der BLT, der Basel Landtransport AG. Wir fahren westwärts Richtung Birsig und Leimetal mit der Linie 10, die seit 1984 bis Rodersdorf geht. Vorher, das heisst seit 1905, ist die Birsigtalbahn dahinter gefahren. Zuerst ist es wie überall im städtischen Verkehr. Strassen zwischen Häuserzielen, Kreuzungen, Lichtsignal, Fußgänger, Auto. Gleich aber wird es offener, grüner. Wir kommen zur Stadtgrenze und zu den Ortschaften, die weder Stadt noch Land sind. Wir haben nicht nur die Stadt hinter uns gelassen, wir kommen hier auch gerade ins Ausland. Leimen. Der Bahnhof erinnert noch an die alte Bahnzeit. Wir sind in Frankreich, genauer gesagt im Elsass. Leimen ist ein Dorf mit gegen 1000 Einwohnern. Man sieht es, wir sind im französischen Sprachgebiet. Von der grünen Jurahöhe leuchten die wuchtigen Mauern der mittelalterlichen Burg Landskron. Ein Bau mit einer wechselvollen Geschichte von Macht, von Mächtigen und von denen, die die Macht haben müssen erdulden. Nur etwa 5 Minuten geht es durch französisches Staatsgebiet. Durch eine offene Landschaft, an weiten Feldern und Ächern vorbei, geht die Fahrt zurück in die Schweiz und endet in unserem Gastgeberort Rodersdorf. Rodersdorf gehört nicht etwa zum Kanton Basel-Land. Wir sind hier in einer Exklave vom Kanton Solothurn. Ländliche Idylle wie im Bilderbuch. Rodersdorf war bis vor wenigen Jahren noch ein Bauerndorf mit 400 Einwohnern. Heute hat es noch 10 Landwirtschaftsbetriebe. Das Land ist fruchtbar und eingebettet in schöne Waldbestände. Man kann im Dorf noch viel alte Bausubstanz entdecken. Bei den Bauernhöfen ist der Einfluss vom benachbarten Sundgau zu sehen. Es hat Häuser mit einer fränkischen Bauart und Bauernhöfe, die mehr der vertrauten alemannischen Bauweise entsprechen. Rodersdorf hat sogar einen General und Feldmarschall in seinen Geschichtsbüchern nachzuweisen. 1722 ist in diesem Haus der Johann Bernhard Altermatt geboren, der in französischen Diensten eine grosse Karriere gemacht hat. Die Stadt ist ins Land herausgewachsen. Es hat Neubauten am Hang über dem alten Dorfteil gegeben. Die originelle Isolierungsart passt sich ins Grün der Landschaft ein. Rodersdorf, ein Ort mit heute 1100 Einwohnern. Ein Dorf, das auf der Grenze mit der Grenze lebt. Was das heisst, werden wir jetzt auf dem Dorfplatz bei unserer Visite mit der Christine Meier erfahren. Ja, und jetzt sind wir also da live auf Visite zu Rodersdorf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Recht herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Liebes Publikum hier auf dem Dorfplatz zu Rodersdorf. Sie sehen, sogar das Wetter macht mit. Aber ich kann Ihnen versichern, auch wenn es in Strömen geregnet hat, was ich eigentlich den ganzen Tag vermutet habe, hätten wir uns das nicht nehmen lassen, Ihnen diese Gegend etwas näher zu bringen. Um Grenzen geht es auch in der letzten Auf-Visite-Sendung dieses Jahres. Und Sie haben es bereits gehört, Rodersdorf hat ja wirklich eine ganz spezielle Grenzsituation.
80% der Gemeindegrenzen sind Grenzen zu Frankreich. Wie die Leute von Rodersdorf in dieser Umgebung leben, das wollen wir Ihnen gerne heute Abend ein bisschen näher bringen. Wie immer natürlich musikalisch umrahmt. Als erstes hören wir Musikgesellschaft mit dem Sepp Vögeli-Marsch. Wenn man die Grenzen rund um Rodersdorf anschaut, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist diese außergewöhnliche Situation überhaupt entstanden? Die Antwort auf diese Frage die weiss der ehemalige Amme von Rodersdorf, der Eduard Spielmann. Recht herzlich willkommen. Ja, Herr Spielmann, wie also ist jetzt die Grenze entstanden? Rodersdorf ist ursprünglich in den Händen der Herren von Rattolsdorf gelegen. Und die Rattolsdorfer haben zu der Grafschaft Pferd gehört. Gleich hat sich aber die Familie gespalten. Die Herren von Rotberg haben das Reichslehen von den freien Dörfern am Blauen übernommen und Rodersdorf dazu. Wo die Grafen von Pferd ausgestorben sind, sind die Rotberger stramme Österreicher geworden. Wie das Porträt vom Lutz von Rotberg von Rattolsdorf zeigt, der 1386 bis Empach gefallen ist. 1515 haben die Rotberger die ganze Herrschaft Rotberg mit Rodersdorf den Solothurner verkauft. Das hat Konsequenzen gehabt für das Kirchspiel Rodersdorf, wo auch Liebenswiler und Biedertal umfasst hat und jetzt eigentlich international geworden ist. Im 30-jährigen Krieg ist das dann kutzlig geworden und Rodersdorf hat es weitgehend im Pfarrer Marx Eschi zu verdanken gehabt, dass es weit ungeschoren davon gekommen ist. Der Marx Eschi, ein vermöglicher Mann, hat etwas gemacht mit seinem Geld. Er hat das Seitenschiff von der Klosterkirche Maria Stein gestiftet. Er hat ein ewiges Erblehen errichtet, das Gwiedem, das heute noch existiert, als eigentliches Rechtsaltertum. Er hat dann in einem umfangreichen Testament seinen Nachlass geregelt
und mit einer Glasplatte in der Kirche dafür gesorgt, dass er nicht vergessen wird. Die Revolution hat eine weitere kürzliche Situation gebracht. Ein Haufen Elsässer sind auf Rodersdorf taufen und heiraten bei Nacht und Nebel, weil sie nicht von geschworenen Pfarrern bedient werden wollten. Der Urs Viktor Studer hat über 900 Taufen und über 400 Heiraten registriert. Die Revolution hat Rodersdorf und die Schweiz gleich überrollt. Die Solothurner haben den Urs den Viktor Altermatt zum General ernannt, kurz, aber es hat nichts mehr genützt. Die Revolution ist gleich über Rodersdorf eingebrochen. Grabtafeln und das Gebäude von einer Altermatt zeugen heute noch von der Präsenz von ungefähr 200 Jahren, wo sie da waren. Rodersdorf als vorgeschobener Posten hat auch immer wieder Flüchtlinge aufnehmen in kritischen Situationen. Wir sehen an dieser Zeichnung aus den 70er Jahren, wie die gekommen sind mit dem ganzen Kaschumpel hier. Man hat auch schauen, dass man seine Lebensmittel und seine Kostbarkeiten in Sicherheit gebracht hat. Im ersten Turm vom Kirchturm, im ersten Geschoss, ist ein Gemach, das durch ein Gemälde gedeckt ist, wo man die Sachen hat können in Sicherheit bringen konnte. 1905 ist dann das Bändli auf Rodersdorf gekommen, hat die moderne Zeit gebracht und hat auch Grenzen überschritten und hat die moderne gebracht für Rodersdorf. Heute ist Rodersdorf an der Grenze, lebt mit der Grenze und ich glaube, ohne Hindernis und gut. Herr Spielmann, wie ist es denn für Sie? Sie leben ja auch hier in Rodersdorf, in diesem Grenzgebiet. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesen Grenzen? Ich empfinde Grenzen als eine Bereicherung. Und ich empfinde Grenzen als etwas, das einem am eingleisigen Denken hindert, weil man immer wieder sieht, dass an einem anderen Ort wieder ein bisschen anders sein kann. Haben Sie Beziehungen zum Elsass? Ich habe Beziehungen zum Elsass. Ich habe persönliche Beziehungen mit Leuten. Ich bin auch beim Landskronverein tätig, der als binationaler Verein die Landskron konnte kaufen und wir sind jetzt hier tätig über Grenzen hier. Wir lernen einander kennen, wir probieren einander zu verstehen. Ich glaube, Europa ist für mich ein grosses Wort. Ich meinte, wir müssen hier an den Grenzen probieren zu verstehen und auszukommen miteinander und dann geht es weiter. Herzlichen Dank, der Eduard Spielmann. Von einer der Grenzen, nämlich von Altkirch im Elsass, kommt ganz eine besondere Musikgruppe. Sie ist die M-Kompanie. Die M-Kompanie hat ganz ein enges Verhältnis zur Kunst. Sie spielen viel bei Vernissagen. Einige Mitglieder malen selber und der Flötist baut seine Flöte selber. Heute Abend sind sie bei uns mit dem Lied «Schönstes Reslerot». Schönstes Reslerot, will dich lieb ha' bis zum Tod, will dich lieb ha' in der Stund, will dich lieb ha', uns hat es Grund. Schönstes, geh nur nicht, ich bin verliebt in dich. Deine Schönheit lacht mich an, deine Schönheit wird vergehen, wie die Rose im Garten stehen. Schönstes, hin und nicht, ich bin verliebt in dich. Rosmarin, bischelei, du liebe Hamin, schämen noch und lieber ja, das Ros und Ulva, schönstes, wie nur nicht, ich bin verliebt in la 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 la
schönste Resleroder traditionelle Melodie aus der Renaissance. Traditionen werden in diesem Ecke der Schweiz sehr gepflegt, so auch die Tradition, dass die Landwirte über die Grenzen gehen, bauen. Bei mir begrüße ich jetzt so einen Grenzbauer, den Josef Probst, der seit eh und je Land auch im Elsass gepachtet hat. Recht herzlich willkommen. Ja, Herr Probst, warum überhaupt Land im Elsass? Seit Generationen waren Schweizer Bauern immer im Elsass und haben dort Land bewirtschaftet. Und in den letzten 20 Jahren war von der Stadt her irgendeine so gewesen, und da ist einige Hektare Land verkauft worden. Und die Familienbetriebe waren eigentlich fast gezwungen gewesen, für sich umzusehen, für neue Flächen. Und da haben wir gefunden im Elsass von Bauern, die entweder altershalber aufgehört haben oder wo die Nachfolge nicht geregelt war oder wo die Jungen als Grenzgänger in der Schweiz geschafft haben. Wie ist jetzt das mit den Preisen? Ist es billiger im Elsass Land zu pachten wieder in der Schweiz? Was sind das für Preisunterschiede? Die Preise sind auch ein bisschen angehoben gegenüber den französischen Preisen und sind also zwischen 3 und 4 Franken. Und in der Schweiz? In der Schweiz ist vielleicht 1-2 Franken mehr. Aha. Wie ist jetzt das eigentlich? Sie gehen auf Frankreich bauen, Sie sind ein Schweizer Bauer, Sie haben Subventionen. Gibt es das nicht, dass da der eine oder der andere französische Bauer denkt, jetzt kommt der reiche Schweizer Bauer über Grenzen und nimmt mir das Land weg? Mit diesen Subventionen ist das nicht ganz so rosig, wie das aussieht. Denn auf diesem Land ist kein Milchkontingent und der neue biologische Anbau wird dort auch nicht entrichtet für das Elsässerland. Wie ist jetzt das eigentlich? Was muss man für Bedingungen erfüllen, dass man überhaupt zu Land kommt im Elsass? Wenn man Land im Elsass will, muss man zuerst einen Eigentümer haben, der gewillt ist, das Land einem zu verpachten. Und dann braucht es Bewilligungen. Es braucht vor allem eine Bewilligung von der Landwirtschaftskammer von Colmar. Und die sind in der heutigen Zeit gar nicht mehr einfach zu bekommen. Im Weiteren braucht es von der betreffenden Gemeinde einen Katasterauszug. Und dann muss vom Meer unterschrieben sein. Dann braucht es eine Bewilligung für einen französischen Zoll und eine Bewilligung für einen Schweizer Zoll. Also eine riesige Papiergeschichte eigentlich, die da stattfindet. Im 1984 hat aber das Gesetz ein bisschen geändert, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere. Im 1984 hat man das Zeug ein bisschen reduziert. Also die Franzosen haben nicht mehr gerne gehabt, wenn die Schweizer sind, Land pachten. Und dann hat man die Flächen alle müssen angeben. Die Flächen sind heute in Solothurn auf dem Landwirtschaftsdepartement registriert. Und was um Getreide geht, ist sogar die eidgenössische Getreideverwaltung in Bern, die das kontrolliert. Also das sieht nach sehr vielen Kontrollen aus. Ist es so, dass wenn Sie das Land könnten, hier in Rodersdorf haben, würden Sie nicht über die Grenze bauen? Also ich glaube, jeder wäre froh, wenn er das Land in Rodersdorf mieten könnte. Er hat also da viel weniger Papierkrieg. Aha. Gehen Sie eigentlich jeden Tag über die Grenze? Nein, wir gehen also nur während der Erntezeit oder wenn wir das Land bestellen. Und wie weit müssen Sie da wegfahren? Das ist im Schnitt zwischen 2 und 3 Kilometer. Kann man unbeschränkt als Schweizer Bauer ins Land hineinfahren, um zu bauen in Frankreich? Nein, wir müssen jederzeit mit Kontrolle rechnen. Auf dieser Seite und auf der anderen Seite der Grenze. Jetzt sehen wir, Sie fahren hier mit dem Traktor über die Grenze. Können Sie beliebig viel Ware hin und her fahren? Die Flächen die sind alle im Freipass eingeschrieben und auch die Kilo, die man hier einführen kann, das ist alles festgeschrieben und das muss im Rahmen sein. Also da tut man irgendwelche Zahlen erheben, wo man sagt, pro Hektar von diesem Land kann man so und so viel Weizen ernten und dann wird das auch überprüft. Aha, und jetzt der Zoll. Passiert Ihnen das öfters, dass Sie kontrolliert werden? Die Kontrolle kann jederzeit stattfinden und dass man nicht unbedingt an der Grenze sind, die kann auch weiter drinnen sein. Was müssen Sie da alles für Papier dabei haben, dass Sie ungeschoren davon kommen? Das braucht einen Freipass und vor allem eine Maschinenliste. Und wahrscheinlich auch einen Schweizer Pass, oder? Ja, auch. Den müssen wir wahrscheinlich auch dabei haben. Wie werden diese Ladungen dann überprüft? Was Getreide ist, wird von jedem Wagen eine Probe gezogen. Um zu schauen, ob das auch stimmt mit den Sorten und mit dem Anbau. Und was passiert, wenn man dahinter kommt, dass da etwas nicht ganz sauber gelaufen ist? Wenn etwas nicht ganz sauber ist, dann wird die Zollfahndung das Zeug ganz genau untersuchen. Und danach, das Erste ist, das Brotgetreide wurde rot eingefärbt. Das heisst, wir könnten das also nur noch zu Futterzweck brauchen.
Zudem gäbe es wahrscheinlich eine saftige Buße und das allerletzte wäre Entzug von allen Bewilligungen. Das würde sich also nicht lohnen? Nein. Was haben Sie denn für ein Verhältnis zu diesen Zöllnern, die Sie hier kontrollieren? Wir sind an der Grenze aufgewachsen und wir wissen hier nichts anderes. Wir leben mit dem. Und das Verhältnis ist gut. Wir haben natürlich auch jemanden von der anderen Seite bei uns. Es ist der Postenchef von Rodensdorf, der Max Brogli. Recht herzlich willkommen. Sie haben gehört, was der Herr Probst gesagt hat. Wie ist denn das für Sie? Ich meine, Sie kommen ja auch in die Lage, dass Sie Leute, die Sie sicher persönlich gut kennen, kontrollieren. Das ist ganz klar. Wir müssen die Leute, die über Grenzen kommen, von Zeit zu Zeit kontrollieren. Wir haben aber ein sehr gutes Verhältnis mit der Grenzbevölkerung. Und wenn wir, sagen wir mal, in Zivil sind, sind wir in Zivil, werden wir als normale Bürger behandelt. Und wenn wir in Gottes Namen mal in der Uniform an der Grenze stehen, sind wir halt der Beamte und dann müssen wir halt dort unsere Pflicht machen. Sie als Postenchef wissen sicher, wie viele Leute oder wie viele Fahrzeuge jeden Tag ihre Grenze an Rodensdorf passieren. Wir haben vor ca. 2 Jahren eine statistische Erhebung gemacht und da sind im Tag 1350 Fahrzeuge über die Zollstrasse gefahren. Was sind das für Leute? Sind das vorwiegend Touristen oder Einkaufstouristen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es sind ungefähr 50% Schweizer Fahrzeuge. Das heisst, es sind fast Leute, alles, die vom Dorf heimkommen, die über Frankreich fahren, um auf Basel zu arbeiten. Der andere Teil sind Arbeiter von Frankreich, die in die Schweiz kommen arbeiten. Und über das Wochenende, da ist der Pilgerverkehr, wo auf Mariastein raufgeht. Mhm. Rodensdorf hat wirklich ganz eine spezielle Grenzsituation. Wir haben das vorher gesehen auf dem Plan. Wie sieht jetzt das für Zollstationen aus? Die spezielle geografische Lage von Rodensdorf ist auch für Grenzwächter etwas Spezielles. Wir haben 5 Strassen, die auf Rodensdorf hineinführen. Eine davon kommt von der Schweiz her, 4 von Frankreich noch. Von diesen 4 Strassen sind aber nur 2 offizielle Grenzübergänge, das heisst 2 Zollstrassen, wo Sie jederzeit durchfahren dürfen. Jetzt ist der Zoll da geschlossen, das heisst, da kann man einfach durchfahren. Es sieht ja niemand und man kann erst noch mitnehmen, was man will. Ah, dem ist nicht ganz so. Ich möchte mal sagen, zuerst müssen Sie schauen, was auf der Tafel steht. Das heisst, Grenzübertritt mit gültigen Ausweisen ohne Waren gestattet. Das will also nicht heissen, dass wenn jetzt die Tafel dort ist, also überhaupt niemand mehr um ist. Wir haben das Recht und machen davon auch Gebrauch, dass wir vielleicht einige hundert Meter, nachdem als sie bereits schon im Inland sind, sie anhalten und kontrollieren. Man sieht, dass Sie hier auf Patrouille sind. Wie ist das eigentlich? Die grüne Grenze ist ja sehr beliebt bei Leuten, die versuchen, illegal in die Schweiz einzureisen, sei es Mitschlepper oder auch allein. Haben Sie so Fälle hier in Rodensdorf auch schon erlebt? Wir haben auch das in Rodensdorf, aber zum guten Glück noch nicht allzu viel. Was mich persönlich noch wundern würde, es gibt ja doch, dass Sie hin und wieder mit Warbeschlag nehmen. Dürfen Sie die dann am Abend mit heimnehmen? Dem ist nicht ganz so. Für jede Ware, die wir in Beschlag nehmen, stellen wir für die Ware ein Formular aus. Und der die Ware zurücklässt, kommt davon ein Doppel über. Jetzt, es gibt natürlich verschiedene Fälle, wo wir die Ware in Beschlag nehmen. Sei es entweder, er hat keine Bewilligung dafür, dann kann er die vielleicht später mal einholen. Oder es sei denn, er hat kein Geld, dann kann er die Ware holen, wenn er Geld hat. Oder dann gibt es Waren, die einfach zurückgehalten werden müssen. Aber für uns bleibt also nichts. Wir dürfen also von dieser Ware keine für uns behalten. Schade, weil vor Weihnachten hat sich das eventuell doch recht gelohnt. Danke vielmals. Das ist der Herr Brogli, Postenchef von Rodensdorf. Und wir hören nochmal die Elsässer Gruppe M Company, das mal mit einer Eigenproduktion mit dem Titel «Das Lieseli». Das Lieseli in der Küche träumt ja allerhand an eins Woche. Der Wald bleibt dicht schön, die Luft bleibt dich drein. Überall, wo du gehst, wärst du daheim. Unter Hornertreppen
begegnet so Leute. Nun gehen ja die schöne Träume kaputt, wenn das Treppchen in den Wassersteig geht. Nun musst du hören, wie sie Herzeli schreit. Das Lieseli in der Küche lest ja Zeitung, gerade wird's wach und kehr um. Was sie nicht alles schön schreiben, alles, was du willst, mich am Horoskop nicht zweifeln. Und der Hanna trefft nicht so Leute. Noch geht ja die schöne Werte kaputt, wenn das Treppchen in der Wassersteig geht. Noch mich los, wie sie herzlich schreit. Das Lieseli in der Küche mit dem Bieseli hockt am Ofen. Sie sollen doch machen, was sie wollen. Sie machen es doch und ich bleib allein in meinem Loch. Und der Hanna trefft nicht so Leute. Noch gehen ja die schöne Gedanken kaputt, wenn das Treppchen in den Wassersteig geht. Nur musst du hören, wie sie herzlich schreit. Das Lieseli in der Küche träumt ja allerhand an eins Woche. Anans Wuche. Nicht nur die Musik kommt aus dem Elsass, auch mein nächster Gast ist von Ennet der Grenze. Es ist der Mayor, der Bürgermeister von Wolschwiler, der André Linde. Bonsoir et bienvenue. Guten Abend. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr froh, der Herr Linder spricht und versteht ausgezeichnet unsere Sprache, weil sonst wäre ich wahrscheinlich mit meinem Französisch sehr schnell an meine Grenze gekommen. Herr Linder, die M-Company singt Elsässisch, sie redet Elsässisch. Man weiss aber, dass die Amtssprache Französisch ist bei euch. Und man weiss vor allem auch, dass Paris es eigentlich viel lieber sehen würde, wenn nur noch Französisch gesprochen werden würde. Wie ist jetzt eigentlich die Situation im Elsass? Ja, da hat er vollkommen recht, was Paris anbelangt. Aber unsere Generation und die ältere Generation, wir schwätzen noch ziemlich viel, wie der Schnabel gewachsen ist. Wir verstehen einander viel besser, sei es auf der Strasse, sei es in der Wirtschaft, auf dem Fall, auch in der Gemeinderatssitzung, können wir uns als besser verständiger auf Elsässisch. Das Problem ist, wenn ich in der Primarschule da wird vorwiegend nur Französisch geschwätzt, auch wenn ich Elsässisch und auch wenn ich Türkisch und sonst noch ein paar Sprachen. Und das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist auch daheim. Die Eltern reden auch nicht mehr viel Französisch mit den Jungen. Sie schauen das Fernsehen, es wird Antwort geben auf Französisch. Die Augen gehen den Kindern als erstes auf nach, wenn sie ins College gehen, wenn sie einen Beruf lernen wollen, dass sie später mal in die Schweiz arbeiten können. Da müssen sie die hängeren Beine unten. Wie ist das eigentlich? Sie sind ja Bürgermeister, mehr in Frankreich. Sie arbeiten auch in der Schweiz. Das ist eigentlich sehr eine sehr seltene Kombination. Wie gehen Sie mit denen um? Also das ist gar kein Problem. Die Grenze ist für unser Sundgau, wo wir hier sind, geschichtlich immer sehr wichtig sei. Sei es im 16. Jahrhundert oder wo Schweden hier war, wo die Pest war. Der Louis XIV hat den Sundgau bevölkert mit Innerschweizern.
Und nachher in der Revolution, wie der Spielmann schon gesagt hat, oder im 14., 18. Krieg, und 39, sind wir oft froh gewesen über die Grenzen. Und die heutige Generation, wir wandern tagtäglich in die Schweiz. Und das ist etwas ganz normal, weil 2/3 der Bevölkerung, der Arbeiter, schafft in der Schweiz. Ja, wenn noch nie jemand zu Ihnen gesagt, Gottfried Stutz, du bist doch da der Bürgermeister in Frankreich, du musst doch da im Dorf bleiben, du kannst doch da nicht jeden Tag in die Schweiz fahren, ins Ausland. Ja, das ist schon so, ja. Das gibt es doch. Ja, ja, das gibt es. Aber wir können vom 4. Juillet profitieren und vom 1. August. So. Wie sind denn eigentlich die Beziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz jetzt da in dieser speziellen Region? Also besser vielleicht müssen wir jetzt sagen, zwischen dem Elsass und der Schweiz. Also sie sind ganz gut. Wir haben eine gute Beziehung miteinander. Wir haben Austausch. Wir haben auch Vereine miteinander. Ein ganz gutes Beispiel ist das Verein, wo das Schloss Landsgrund aufrechthalten wird. Da sind die Hälfte sind Schweizer, die Hälfte Elsasser. Und auch durchs Theater, wie gesagt. Und auch, es ist ein ganz natürlicher Austausch, denn durch das, was wir in einem ganzen Gebiet wohnen, da hat so viele Schweizer, die in Elsass kommen. Sie können essen, sie können Velo fahren. Was man viel sieht in der letzten Zeit, sie können auch Boden kaufen. Aha. Für eine spätere Retraite, wenn man sagt. Wenn sich die niederlassen, dann niederlassen, ja, weil das viel günstiger ist. Der Bodenpreis ist nicht nur, Sagenland ist viel günstiger im Frankreich, aber das Bauland ist um die Hälfte billiger. Wie ist es denn politisch? Haben Sie da auch irgendwelche Vereinbarungen? Schafft man da miteinander? Nein, schaffen nicht. Leider nicht, weil man hier oben überhaupt keine Unterstützung hat. Aber wir haben gute Beziehungen miteinander auf Privatbasis. Also da kennen wir einander ganz gut. Und wenn es Probleme hat, hat das... Kann man reden miteinander. Ja, sowieso. Man versteht sich ja. Ganz gut. Herzlichen Dank, der André Linder. Merci. Tausende von Leuten passieren jedes Jahr die Grenze, nicht zum Arbeiten, nicht zum Posten, auch nicht zum Land kaufen. Es sind Pilger, die ins nahegelegene Kloster Maria Stein wallfahrten. Man sagt, es ist geschrieben, 1442, dass einmal ein kleiner Bub über eine steile Felswand runtergefallen ist und durch die wundersame Rettung der Jungfrau Maria unversehrt geblieben ist. Man hat ihr zu Ehren dann im Felsen eine Kapelle gebaut. Heute steht das Kloster darüber. Und wir wollen natürlich hier nicht eine Visite machen auf Rodensdorf, ohne Ihnen den eindrücklichen Wallfahrtsort ein bisschen näher vorzustellen. Das ist das Wahrzeichen der Klosterkirche. Eine mächtige Fassade, gebaut 1830 bis 1834 im Stil des Klassizismus. Da im Inneren fühlen wir uns in einer barocken Welt. Die Kirche ist übrigens 1655 eingeweiht worden. Der eindrückliche Hochaltar ist vom französischen Sonnenkönig Louis XIV gestiftet worden. Da sieht man Stifterwappen. Bourbon Navarra. Durch einen langen unterirdischen Gang gelangen die Pilger zur Gnadenkapelle. Sie kommen vorbei an zahlreichen Votivtafeln. Sie sind gestiftet worden von Leuten, die bei der Jungfrau Maria Hilfe und Trost suchen oder ihre Dankbarkeit ausdrücken. Und da die Gnadenkapelle im Fels. Felsen. Und da die ganz andere Seite, das Geschäft.
Hier können sich die Pilger eindecken. Auf ein ganz anderes Wunder hoffen viele Leute, die ins medizinische Zentrum Maria Stein pilgern. Hier in der Schlafklinik haben Menschen mit Schlafstörungen die Möglichkeit, sich therapieren zu lassen. In einer 24-Stunden-Ganzheitsdiagnostik wird der Patient ganzheitlich erfasst. Dazu gehören zum Beispiel eine Psychotherapie und Hirnstrommessungen. Man sieht, die werden hier gerade vorgenommen. Ich wünsche eine gute Nacht. Und dazu gehören auch Registrierungen von sogenannten körperlichen Begleitphänomenen, die hier vorne im Bild ausgedruckt werden. Allen Patienten wird dann DSIP injiziert. Das ist eine körpereigene Eiweißsubstanz, die den gestörten Schlafrhythmus normalisieren tut, in der Regel innerhalb von 3 Wochen. Ja, und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommt der Kurt. Oder besser gesagt, die Fitness-Sektion vom Sportclub mit «Hier kommt Kurt». Ihr kennt Elvis, ihr kennt Prince, ihr kennt Helmut Kohl, ihr kennt Heino. Stopp. Aber es gibt einen, den kennt ihr noch nicht. Seid ihr heiß drauf? Yeah. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Seit der Geburt heiß ich Kurt. Hier kommt Kurt. Mr. Knackig, hart wie Stahl. K wie Kernig und Kanone. Absolut und optimal. Jede kennt mich, jede will mich. Ob aus Liebe oder Zorn. Sie sehen, was Kurt für ein Kerl ist, wollen sie Kurt sofort von vorn. Alle rufen, alle schütten um mich rum. Alle jodeln, alle singen und nur ich allein bleib stumm. Warum? Es gibt nur eine Antwort, Freunde. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. Nicht kringelt und nicht mord. Ich bin Kurt der Coole. Das Generve macht mich krank. Während andere unten wursteln, geh ich locker oben lang. Ich bin Kurt der Broller. Absoluter Megaknall. Batman ist ein Pausenfüller. Gegen mich nur Lull und Lall. Bin der Schickeria-King. Jeder kennt mich ganz genau. Nachts da suche ich meine Sonne und zu Hause meine Frau. Und kräht der erste Gockel, werde ich die Nacht verdauen. Ich pack mich ins Solarium und schlaf mich dunkelbraun. Alle hetzen, alle fetzen, alle bocken um mich rum. Alle jumpen, alle raggen und nur ich allein sitz rum. Warum? Das sag ich euch später. Erstmal ein Solo. Paul. Ja. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Der vorne bellt und hinten knurrt. Wer war das? Geh aus meinem Leben. Wo ich auftaucht, taucht man unter. Wo ich reinkomm, geht man raus. Wo ich Platz nehme, wird ein Platz frei. Was ich anpack, pack ich aus. Alle feiern, alle leiern, alle eiern um mich rum. Alle rocken, alle zocken, ich mach keinen Finger krumm. Warum? Ich hab's einfach nicht nötig, Freunde. Hier kommt Kurt. Das wollte ich hören. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Und wo Kurt ist, tobt das Leben. Kurt ist da, wo alle sind. Bei Kurt gibt's keine Flauten. Kurt hat immer Rückenwind. Kurt ist leise, aber wichtig. Immer hier und überall.
Kurt kennt alle, doch nicht richtig. Doch das ist dem Kurt egal. Schluss jetzt. Hier kommt Kurt. Es ist sehr interessant, wie sich Rodersdorf in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass 1950 rund 400 Leute gelebt haben. Heute sind es 1100, also fast dreimal mehr. Eine gewaltige Bevölkerungsexplosion, würde man da fast sagen. Ich begrüße jetzt zwei von diesen Turner. Zwar sind sie ein Alteingesessene, wenn ich das so sagen darf, und ein Neuzuzügler, die aber immerhin friedlich miteinander turnen. Wie war das, Frau Müller, wo das so explosionsartig sich vergrößert hat? Haben Sie nie das Gefühl gehabt, Sie werden da ein bisschen überrumpelt? Ja, also am Anfang, in den 60er Jahren, ist eigentlich schon ein bisschen der Eindruck gehabt, dass man ein bisschen überrumpelt wird, wie die ganze Stockagerüberbauung dann gekommen ist. Oder? Aber dann mit der Zeit hat man sich irgendwie daran gewöhnt. Wenn Sie jetzt zurückdenken, haben Sie das Gefühl, dass damals die Rodersdorfer sehr offen eigentlich mit diesen Neuzuzüglern umgegangen ist? Ja, ich glaube im Großen und Ganzen schon. Die sich bemerkbar gemacht haben, sind dann schon aufgenommen worden, oder? Sie haben es erlebt, Herr Sutter. Wie lange leben Sie schon hier in Rodersdorf? Wir wohnen fast 2 Jahre jetzt hier im Dorf. Und wie sind Sie aufgenommen worden? Wir sind sehr gut aufgenommen worden. Wir haben sehr schnell einen Haufen Kontakt gehabt, viele Leute kennengelernt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man aktiv am Dorfleben teilnimmt. Es gibt ein grosses Angebot, auch in der Freizeit, was man hier machen kann. Was kann man denn alles machen? Wir haben jetzt einen Sportclub gewählt, dass wir am Mittwoch zu oben gehen turnen. Und so lernen wir einen Haufen Leute kennen. Und auch wenn man kleine Kinder hat, durch die Schule und durch den Kindergarten, lernt man automatisch einen Haufen Leute kennen. Was kann man denn noch machen, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade turnen will, hier in Rodersdorf? Ja, dann müssen wir schon fast in die Stadt gehen. Also wenn man Theater oder Kino möchte, dann muss man halt den Weg in Kauf nehmen. Ich habe gehört, ich war jetzt ein paar Tage hier in Rodersdorf und ich habe wirklich mit Erstaunen festgestellt, dass ihr genau ein Restaurant habt. Ein Restaurant für 1100 Leute. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, wenn man in die Innerschweiz geht, hat es fast für jeden ein Restaurant. Da eins für 1100 Leute. Wie geht ihr mit dem um? Ja, es ist ja so, zum Beispiel wir nach dem Fitness gehen dann einfach ins Kaffeestöbli gehen, weil das Restaurant gerade dann an diesem Tag zu hat am Mittwoch. Und habt ihr euch noch nie überlegt, vielleicht am anderen Tag zu trainieren? Nein, die Turnhalle ist eigentlich immer besetzt. Wir haben gar keine Möglichkeit. Ihr geht ins Kaffeestübli, das tun wir selber betreiben? Ja, das tun wir selber betreiben. Einfach ein paar einkaufen und dann tun wir dort gemütlich zusammen sein. Aber hat noch niemand eine Initiative lanciert für irgendwie pro mehr Restaurants in Rodersdorf, oder? Nein, auch von offizieller Seite so viel, ich weiss jetzt noch nicht. Aber es wäre schon schön. Es hat sicher noch ein zweites Restaurant im Dorf, ja. Wo gehen Sie denn her, wenn Sie mal auswärts essen wollen? Ja, dann geht man halt in eine Nachbargemeinde, entweder in Elsass oder in eine schweizerische Nachbargemeinde. Ich begrüße in unserer Runde noch den jetzigen Amen. Vorher haben wir den früheren Amen gehabt, hier bei uns auf Visite. Es ist der Herr Heinz Rüger, Gemeindepräsident. Recht herzlich willkommen. Herr Rüger, wie setzt sich eine Bevölkerung jetzt hier zusammen in Rodersdorf? Ja, die Zusammensetzung der jetzigen Bevölkerung kann man recht gut charakterisieren durch die beiden Mitglieder des Fitnessclubs, die hier sind. Einerseits sind die Alteingesessenen, wenn man so sagen will, Mitglieder oder Angehörige von Familien, die schon seit mehreren Generationen in Rodersdorf sind, die vorwiegend im Ortskern wohnen oder allenfalls in Einfamilienhäusern, die sie auf eigenem Land bauen haben. Und auf der anderen Seite haben sich vor allem seit ungefähr 1970 eben recht ein Haufen Zuzüger auf Rodersdorf begeben. Diese Zuzüger haben dazu beigetragen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, dass sich in rund 20 Jahren die Bevölkerung verdoppelt hat, was entsprechende Infrastrukturaufgaben oder zu lösen gegeben hat. Die neuen Zuzüger wohnen fast ausnahmslos in Einfamilienhäusern, die ums Dorf herum gebaut worden sind. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt also die Bevölkerung wirklich so in zwei Teile zerfällt. Das sieht man einerseits hier im Fitness, wo sie zusammen arbeiten, und andererseits eben auch
in den öffentlichen Ämtern, die es in Rodersdorf zu besetzen gibt. Es ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Einheimischen und Zuzügern. Es ist aber gleich erstaunlich, Sie sagen, die meisten von diesen Neuzugezogenen leben in Einfamilienhäusern. Es gibt, soviel ich gehört habe, praktisch keine Wohnungen zu mieten hier in Rodersdorf. Wird das so bleiben, wenn ihr euch das Privileg hier erhalten? Nein, das wollen wir nicht so. Das ist ein klares, ausgewiesenes Bedürfnis, dass günstige, mietbare, wirklich mietbare Wohnraum fehlt. Einerseits für junge Leute, Familien, Alleinstehende, zum Teil für solche, die in Rodersdorf aufgewachsen sind, gerne hier wohnen wollen, aber nicht können, weil sie keinen Platz haben. Andererseits zeichnet sich langsam auch Bedarf ab für ältere Leute, die hier in den Einfamilienhäusern wohnen und vielleicht nicht immer drin wohnen bleiben, sondern lieber in eine kleinere Wohnung würden zügeln. Oder auch für Leute, die in Rodersdorf arbeiten, also Gemeindeangestellte sind. Die Realisierung von solchem Wohnraum ist natürlich nicht einfach, aber man hofft, das zu erreichen. Einerseits durch planerische Massnahmen, indem man bei Gestaltungsplänen entsprechende Auflagen macht, dass bei grösseren Überbauungen Wohnungen entstehen sollten. Andererseits hat die Gemeindeversammlung sogar auch schon grundsätzlich zugestimmt, dass gemeindeeigenes Land an Genossenschaften würde im Baurecht zur Verfügung gestellt. Die Kinder von Rodersdorf die leben ja auch in einer speziellen Situation. Die gehen über die Grenzen in die Schule. Ab welchem Schuljahr ist das? Ab dem 6. Schuljahr. Also wir haben 5 Primarklassen hier in Rodersdorf, vor einem Kindergarten. Und nachher lernen Kinder ebenfalls umgehen mit den Grenzen. Sie gehen ins Trämmli, fahren 2 Stationen weit bis auf Flüe und dort ins Schulhaus auf Bettwil. Dort sind können sie die obligatorische Schulzeit bis und mit 9. Klasse fertig absolvieren. Also die 5. Klasse, die wir jetzt gerade sehen, die dürfen noch hier in die Schule gehen, ja. Müssen noch nicht über das Ausland so weit wegreisen. Es ist die 5. Schulklasse, die jetzt uns hier eine Darbietung wird aufführen unter der Leitung von Doris Mumenthaler. Away, it's a failure. Come back.
this horn. Open your eyes and the somber rise. It's a fight to the emptiness, and you might be there. It's a fight to the emptiness, and you might be there. It's a fight to the emptiness, and you might be there. Come back this day, cause there isn't any shame. It isn't as hard as you think it is. It isn't as hard. Open your eyes and the sun will rise into the emptiness. Into the emptiness. Into the emptiness. To the emptiness, and to the emptiness, and to the emptiness, and to the Love mit einer eigenen Produktion, die heisst Into the Emptiness. Auch das eine Seite von Rodensdorf, die wir Ihnen natürlich nicht haben vorenthalten wollen. Ja, da sitzt jetzt gerade bei mir. Habt ihr ein bisschen geschwitzt? Ja, es ist gut gegangen. Wir sind froh. Alles gut über die Bühne gegangen. Das war, glaube ich, euer erster Auftritt, gell? Ja, also in dieser Komposition. Wir haben alle schon mal etwas gemacht, aber so zusammen sind wir noch nie gesehen. Wie ist jetzt das? Wo habt ihr die Möglichkeit zum Proben? Ich kann mir vorstellen, dass eure Eltern nicht so Freude haben, wenn ihr das alles im Wohnzimmer aufbauen. Ja, wir haben das früher auch schon machen, als wir daheim zu spielen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, in einem Bunker zu spielen, wo niemand es gebraucht hat. Und wenn man das mit Teppich auslegt, geht das ganz gut. Und wie viel machen wir denn zusammen und üben? Ja, ungefähr einmal pro Woche bis zweimal. Wie sieht es jetzt aus? Ich habe hier eine Vertretung von der Jugend von Rodensdorf da bei mir. Was läuft eigentlich da? Also wir haben einen Sportclub, also Uni-Hockey, Fußball und Mädchenregi und einen Jugendtreff. Und ja, leider nur ein Restaurant. Den kennen wir schon, gell? Ja. Und ja, sind einfach untereinander. So. Es sind einzelne Gruppen und dann ist man mal bei dem daheim und dann wieder mal dort. Und dann ist dort wieder eine Party und ein Disco und so. Aha, also wenn ihr tanzen wollt, dann müsst ihr nicht bis auf Basel fahren? Nein, eigentlich nicht. Aber in Basel ist natürlich schon ein grosses Spektakel mit grossen Discos und Kinos und alles. Wenn ihr auf Basel geht, wie kommen wir dann wieder heim? Ja, also mit einem Tramlift. Und da fährt das Letzte. Um welche Zeit? Meine, lohnt sich das überhaupt? Ja, also es fährt ziemlich früh, schon um 12:30. Ja doch, immerhin noch eine anständige Zeit zum Heimgehen, würde ich sagen. Ein Jugendtreff haben, was soll dort so laufen? Ja, in diesem Jugendtreff werden wir uns treffen und natürlich wird zusammen geredet. Wir werden viel mal schauen zusammen. Wir werden diskutieren. Ich meine, es gibt viele Sachen, die man im Jugendtreff machen. Wir treffen uns einfach, das ist die Hauptsache. Braucht noch viel Fantasie. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das letzte Wort von unserer letzten Sendung auf Visite von diesem Jahr haben die Jugendlichen von Rodensdorf gehabt. Ich freue mich, dass Sie bei uns dabei sind auf dieser Visite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank hier in Rodensdorf an all die Leute, die hierher gekommen sind und an all die, die vor und hinter der Kamera uns geholfen haben. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend. Machen Sie es noch gut. Bei uns geht es jetzt noch weiter. Wir haben sicher noch gute Stimmung hier auf dem Platz mit der Musikgesellschaft von Rodensdorf.